Hallo, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich in meinem Tutorial über das Thema Windelfrei erzählen. Windelfrei persönlich ein total deplatziertes Wort, weil es suggeriert immer den Eltern, wenn ich darüber erzähle, dass man überhaupt gar keine Windeln benutzt. Darum geht es nicht. Es geht in dieser Bewegung darum, die Kinder ohne Windeln zu begleiten, weitestgehend. Denn normal ist es ja eher hier in Deutschland, dass Kinder mit 3 bis 5 Jahren lernen, ihr Geschäft lieber wieder auf dem Trönchen zu verrichten. Doch grundsätzlich funktioniert das Leben sehr wohl ohne Windeln, wenn Eltern und Babys sich in dieser Ausscheidungskommunikation üben dürfen. So heißt nämlich die Methode eigentlich, und ich finde das Wort auch total passend und schön, Ausscheidungskommunikation. Wir sollten uns einfach klar sein, dass wir eine der wenigen Kulturen sind, die überhaupt Windeln benutzen. Vor ein paar Jahren habe ich eine ganz tolle Frau begleitet in ihrer Schwangerschaft und Geburt und im Wochenbett. Und das war die Lucia Pichler. Und die Lucia Pichler hat diese Ausscheidungskommunikationsseminare mit ihrer Kollegin bei uns in Düsseldorf gehalten, hat Basic-Workshops gemacht, Intensivseminare, die haben die Leute begleitet, weil es gibt einfach durch die Entwicklungsschübe der Kinder und Situationen, die sich verändern, Erkrankungen der Kinder, immer wieder Situationen, wo es Rückschritte gibt oder Jahreszeiten alleine, wo man einfach gute Tipps braucht und gute Coaches mit Erfahrung und ein schöner Austausch in der Gruppe sehr, sehr wertvoll ist. Lucia findet man auch im Internet, bloggt auch unter bewussteelternschaft.eu, wohnt mittlerweile in Holland, in den Niederlanden. Und herzliche Grüße an dich von hier aus, Lucia. Durch dich habe ich einfach windelfrei die Ausscheidungskommunikation nochmal viel besser verstanden und sie ist wirklich in mein Herz gekommen. Deswegen, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, es gibt echt gute Literatur, aber vielleicht gibt es auch Gruppen oder Workshops in eurer Gegend, dann googelt doch mal und schaut mal und geht die mal besuchen. In meinem Netzwerk machen es mittlerweile sehr, sehr viele Eltern und die stärken sich so toll gegenseitig, die nähen sich Klamotten, weil die Kinder, wenn man es lange einfach üben möchte, auch plötzlich merkt, okay, ein Strampler ist jetzt irgendwie keine gute Idee, wenn ich das Kind schnell aus seinen Klamotten holen muss, weil es mir das Signal zeigt, ich würde gerne ausscheiden. Und somit gibt es ganz viele Tipps und Tricks von den erfahrenen Menschen, die das sehr wohl schon lange praktizieren. Und es ist einfach schön, wenn man einfach mal frustriert ist, dann auch zu hören, okay, das kenne ich auch und vielleicht guckst du jetzt nochmal und gehst einen Schritt zurück und lässt es einfach auch zu oder wir geben dir die und die Hilfestellung oder vielleicht probierst es mal so. Was ist mit Bezugs- und Betreuungspersonen? Wie geht man dann damit um, wenn man sein Kind mit dieser Methode unterstützen möchte? Und ich glaube, dass ich einfach auch viele Eltern begeistern konnte, ohne sie damit zu überfordern. Weil eins möchte ich natürlich nicht, gerade im frühen Wochenbett, dass man nur so aufs Kind guckt, ob es jetzt ausscheidet, 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 ausscheidet und ich verliere mich total darin und auch meinen Alltag. Sprich, wir machen schon wieder so einen professionellen Ansatz draus. Das wäre völlig fernab der Idee, wie wir uns aneinander gewöhnen, kennenlernen und wie man das Kind unterstützen möchte und auch von dem Kind lernt. Denn wir zeigen durch Windelfrei, ich nenne das jetzt weiterhin so beim Namen, ja, weil es das geläufige Wort ist, was euch ständig begegnet auch. Also wir zeigen mit dieser Ausscheidungskommunikation, dass wir respektvoll und einen natürlichen Umgang mit seinen Ausscheidungen haben und auch seinem Bedürfnis nach Sauberkeit nachkommen möchten. Das Baby fühlt sich wahrgenommen,
Es agiert mit seinem Bedürfnis und du oder dein Partner, deine Partnerin reagieren adäquat. Babys Körperwahrnehmung bleibt dadurch erhalten und muss später nicht wieder neu erlernt werden. Und ich merke den Eltern an, dass sie sich unglaublich freuen und unglaublich stolz sind über diese Kompetenz, die sie auch selber erworben haben, ihr Kind zu lesen und das Bedürfnis wahrzunehmen und dann reagieren zu können und dem Kind zu helfen, weil viele Kinder sind unglaublich erleichtert, wenn sie ihr Geschäft dann ins Töpfchen, übers Waschbecken oder ins Grüne gemacht haben und ausscheiden durften. Genau, für mich als Hebamme weiß ich immer, wenn Leute das versuchen möchten, gibt es weniger Windeldermatitis, der Po ist einfach wenig im Feuchten und es kann gar nicht großartig mit Hautausschlägen oder Fremdkontaktallergien durch diese, ja, weil einfach keine Windeln benutzt werden, ist einfach der Popo viel geschützter und bleibt in seiner natürlichen Flora. Für mich als Menschen, Frau in dieser Gesellschaft freue ich mich über viel weniger Umweltbelastung. Und ganz praktisch für die Eltern, ihr habt einfach viel weniger Gänge zur Mülltonne. Ihr müsst auch weniger neue große graue Mülltonnen besorgen. Viele haben ja vorher, wenn sie Singles waren oder zu zweit gelebt haben, nur eine kleine Tonne oder teilen sich die Tonne mit Mietern im Haus und plötzlich fallen diese immensen Müllberge an mit Feuchttüchern, Windeln und Pflegeprodukten. Ihr spart einfach auch unglaublich viel Geld. Im Englischen spricht man übrigens von Elimination Communication, also EC, und die Eltern nutzen einfach die Signale ihres Kindes. Sie achten zum Beispiel auf Grimassen und ein Kind grimassiert sehr oft, wenn es ausscheiden möchte und kurz vor dem Wasserlassen oder dem Stuhlgang verändert es einfach seine Mimik und zeigt es sehr deutlich, und zwar von Geburt an. Und dann ist einfach die Möglichkeit da, wirklich, und dann muss man einfach schnell reagieren. Und das macht man manchmal zu häufig am Anfang und es kommt gar nichts. Und es geht natürlich auch schief. Egal, total egal. Plötzlich klappt es dann irgendwann. Und wir reden oder wir müssen überlegen, das sind ungefähr 20. Also in den ersten 6 Monaten ist es ungefähr 20 Mal am Tag, wo das Kind ausscheiden möchte. Und die Eltern begleiten in der Ausscheidungskommunikation, dem Windelfrei, es mit einem Schlüssellaut. Dieser Schlüssellaut soll dem Kind einfach das Zeichen geben, das Signal geben, es ist alles für dich vorbereitet, du darfst dich entspannen und loslassen. Jedes Baby hat ja auch individuelle Signale. Ich gucke mal hier gerade noch auf meinen schlauen Zettel und ihr kennt sie alle. Zum Beispiel, ihr tragt das Kind im Tragetuch und es fängt plötzlich an zu strampeln, gerade wenn es geschlafen hat, als würde es gerne raus aus dem Tragetuch oder möchte runter vom Arm. Oder es wird dann plötzlich, wenn es sich viel bewegt hat, ganz ruhig und ganz still. Die Augen gehen in die Ferne, Blick geht in die Ferne, das Kind verliert sich. Oder beim Stillen dockt es sich ab, wird unruhig, geht wieder dran, dockt wieder ab und oder wandert mit den Augen suchend umher. Wenn das Kind schon brabbelt, lautiert, wird die Aktivität plötzlich unterbrochen. Oder auch Interesse beim Spielen, wenn es sich mit irgendwas beschäftigt, erlischt gerade und das Kind geht wirklich in die Weite. Plötzlich Stimmungsschwankungen kann man manchmal, also wirklich in beide Richtungen beobachten. Wenn das Kind schon weiß, dass es einen festen Platz hat zum Ausscheiden, haben wir sogar schon bei Babys beobachtet, dass der Blick dann Richtung Badezimmer oder zu dem Gegenstand geht, wo es ein kleines Töpfchen oder ein kleiner Behälter, wo es sonst drin ausscheiden darf. Also die Kinder suchen sich das. Was auch oft funktioniert ist, oder zu beobachten ist, die Bauchmuskeln spannen sich an. Es drückt und windet sich, das kennt ihr, weil es versucht ja wirklich auch mitzuschieben und es zittert oder es versteift sich und die, die schon krabbeln können, krabbeln sogar schon zum Toilettenplatz. Gesicht läuft rot an durch das Drücken, ganz oft zu sehen.
Vielleicht kennst du das auch, wenn du bis jetzt gewindelt hast, dass du ja auch, wenn du die Windel ausziehst und das Kind ein bisschen an der freien Luft strampeln lässt, etc., dann gerne ausscheidet. Das Kind möchte sein Nest sauber halten. Und anatomisch haben die Kinder einen Schließmuskel von Geburt an, so wie wir. Und den können die sehr bewusst halten, weil sonst würden die ja wie so eine Babypuppe von früher, die ich hatte in den 70ern, wo man oben so eine Flasche reinstecken konnte, unten war ein Loch in der Puppe und es lief einfach durch. Also die Kinder sind ja verschlossen. Die haben einen Beckenboden, die haben einen Schließmuskel und die Muskulatur ist, wenn es keine anatomischen Gründe gibt, wirklich perfekt. Und die müssen es eigentlich gar nicht lernen, nur sie müssen sich genauso wie wir aktiv entspannen, um auch loszulassen. Und das passiert halt ein bisschen schneller als bei uns oder nicht so schnell. Und sie melden es halt wirklich über Signale an, die wir erst lesen müssen bei unserem Kind. Genau. Das Kind zeigt doch sowieso Signale, wenn es Hunger hat, wenn es müde ist. Auch die lernst du ja in den ersten Wochen erstmal. Du bist ja nicht, du gebärst ja nicht dein Kind und verstehst direkt, ach ja, jetzt möchte es herumgetragen werden. Jetzt möchte es ein bisschen hier aus dem Fenster schauen. Jetzt will es zum Licht. Und genauso kann man die Ausscheidungskommunikation natürlich auch lernen und sich ein bisschen Zeit dafür geben. Mir ist es ganz, ganz wichtig, aber weil das ist was, was wirklich überhaupt nichts mit windelfrei zu tun hat. Windelfrei ist keine Konditionierung und es ist auch kein Sauberkeitstraining. Es geht nicht darum, dass die Kinder früher trocken werden oder ja, nur auf meinen Zuruf hin machen sollen oder sowas. Darum geht es gar nicht und es funktioniert echt auch gar nicht. Das ist nicht die Haltung der Eltern, die das üben wollen. Also such dir vielleicht einfach mal eine Gruppe, einen Basic Workshop oder Google, sprich Leute an, die das vielleicht praktiziert haben. Frag mal deine Hebamme, ob die Gruppen kennt. Guck mal in Elternschulen, guck mal in Hebammenpraxen. Und wenn du dein Kind im Grünen abhältst, mach es wie die verantwortungsvollen Hundehalter. Wenn es ein Häufchen ist oder sonst was, kann man das auch sehr wohl mitnehmen. Aber ich habe eins gelernt: Windelfreie Eltern sind unglaublich verantwortungsbewusst in ihrer Umwelt und lasst euch durch komische Blicke von draußen gar nicht stören. Es passiert auch überhaupt nicht. Man kann sein Kind sehr wohl schützen und stellt sein Kind nicht dann nackig hin und sagt: Hier, jetzt machen wir hier ein großes Geschäft in der Fußgängerzone vor dem Drogeriemarkt. Nein, genauso wie das Stillen. Ausscheiden hat was mit Intimität und Ruhe und Stille auch zu tun. Also, in diesem Sinne, bleibt sauber. Passt doch diesmal so, oder? Tschüss.